Hallo. Ich sitze total gerne hier. Ich glaube, ich habe auch nie hier gesessen. Chill mal. Und der Platz ist natürlich tausendmal geiler, ne? Der Platz ist echt geil. Ja. Ja. Ciao, Claudio. Hallo, Daniel. Sag mal, Daniel Moro liebt Parmesan. Was? Daniel Moro? Auf Italienisch. Nee, sag mal. Sag mal. Daniel Moro liebt Parmesan? Ja. Moro, Moro heißt es Moro. Daniele, also Italien gibt es ja nicht. Ama Formaggio Parmigiano. Weil die Jungs haben das gerade, nämlich habe ich gesehen in der Story, das wurde so übersetzt. Hör mal. Warte. Das war ein Video heute, ne? Moro liebt Parmesan. Daniel Moro ama il Parmigiano. Ama il Parmigiano. Ich kann es auch sagen. Parmigiano ist der Käse, der Parmesan-Käse. Oder Moro, Daniele, ama il Parmigiano. Arme Parmigiano. Boah, Heuschnupfen kicks in, Alter. Echt? Boah. Was ist schon los? Ja, volles Rohr. Alter Schwede. Fandest du das nicht lustig? Doch. Ich fand das super lustig. Ja, ich auch. Ich fand die ganze Parmesan-Geschichte super lustig. Ja. Aber hast du gelesen, Kommentaren, die ich bestellen? Alle morgens Pizza um Mittags. Keiner. Doch. War Top-Kommentar, meist liked Kommentar. Ja, weil die dich verarschen. Nein, das ist ganz normal. Du kennst das nicht, weil du nicht so der Internetbesteller bist. Aber das ist wirklich ganz normal. Oder auch abends vorbestellen für den nächsten Mittag. Das machen ganz viele. Ehrlich. Warte. Du bestellst abends, was du am nächsten Mittag essen willst. Es gibt Leute, die lassen sich liefern und sagen schon dem Lieferdienst am Tag vorher, dass sie am nächsten Tag das und das wollen. Ehrlich. Das ist das Normalste der Welt. Verarscht er mich? Ich verarsche dich nicht. Soll ich was erzählen? Erzähl. Ich habe noch nie, glaubt mir keiner, ich habe noch nie was zu essen bestellt, was nach Hause geliefert wurde. Höchstens mal mitbestellt, wenn wir was bestellen, aber selbst bestellt. Und da, ja, das habe ich gemacht, das stimmt. Aber zu mir, zu meiner Privatadresse, zu mir nach Hause, ist ein Lieferdienst, was zu mir nach Hause bringt, noch nie. Krass. Ja. Ich bin, glaube ich, echt ein ziemlicher komischer Typ. Manchmal. Aber wenn ich runtergucke und sehe auch manche Ideen, dann denke ich mir, ja. aber die Idee in diesem Video wird noch verrückter. Da fällt mir gerade auf, ich habe noch nicht Hallo gesagt. Nee. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma JP Performance GmbH. Mein Name ist Jean-Pierre Krämer. Ich bin mittlerweile 85 Jahre alt und sitze auf meinem Opa-Onkel-Schaukelstuhl, der alle, nicht mehr schaukelt. Die denken jetzt, alles kommt was brutal Sentimentales, irgend so eine Real-Talk-Nachricht, weil du hier so voll ernst auf dem Stuhl sitzt. Nein. Oh Gott, was ist los in dem Video? Schließt er die Firma? Ist er pleite? Das war's mit JP Performance. Das war's. JP Performance ist am Ende. Hat er sich übernommen? Hat er falsch gewirtschaftet? Ich bin sehr ruhig gerade. Ja, deswegen denken die Leute das wahrscheinlich jetzt, oder? Achso, okay. Ich denke darüber nach, ob man wirklich morgens um 9 Uhr Parmesan, morgens eine Parmesanpizza bestellt. Come on. Aber hast du jetzt mal Parmesanpizza, also Parmesan auf einer Pizza gegessen? Ja, klar, das schon. Auf einer Rucola-Pizza zum Beispiel. Ja. Aber jetzt, also du nimmst eine Margarita mit Parmesan auf Knoblauch? Ja. Das schmeckt ziemlich gut. Ja, klingt auch geil. Ja. Obwohl du gesagt hast, es war nicht so geil. Ja, aber das lag an der Pizza an sich. Ja. Willst du den Pizzaservice noch nennen? Nee. Okay. So gemein bin ich nicht. Ja, also. Ja. Worum geht's in diesem ernsten Video? Ist nicht ernst. Ich muss erstmal gerade ins Leben kommen. Okay. Das ist der Heuschnupfen, der mich gerade so derbe dämpft. Aber ich auch mal ganz angenehm, ne? Wir müssen raus in die Sonne, dann wirst du energiegeladen. Raus zu den Pollen, meinst du? Das ist natürlich eine Idee. In diesem Video geht es, im Titel stand es wahrscheinlich schon, hat es euch dann auch auf jeden Fall sehr schnell dazu bewegt, drauf zu klicken. Es geht um die Abgasanlage des GTR Boost Wars 2.0. Die Idee gab es, bevor wir überhaupt überlegt haben, den Brei zu bauen. Okay. Weil das ist echt Endboss-Auspuff. Da wir kameratechnisch jetzt ein bisschen spät dran, du weißt gar nicht, ne? Nee, ich habe gar keine Ahnung, was du vorhast. Okay, also, die Idee habe ich schon etwas länger. Ihr müsst mich entschuldigen in diesem Video. Ich bin, ein bisschen strange heute. Ballert, das wollte ich sagen. Scheiße. Ich weiß noch nichts. Du weißt von nichts. Ich weiß alles, du weißt nichts. Wir gehen mal in die Werkstatt. Gute Idee. Okay. Jetzt weiß ich wieder. Wir mussten schon ein bisschen vorbauen, weil Amanda und ich hatten eine kreative Phase gestern Abend.
Und da haben wir nämlich rumgemessen und rumgebraten und dann entstand schon das Endrohr. Weil am Gusthaus, ja, traurigerweise, die Endrohre sind futsch. Leider. Wenn ich so einen Center Shock esse, müsste ich ja eigentlich voll auf den Dampfer kommen, ne? Wahrscheinlich. Das mache ich jetzt auch. Das ist eine gute Idee. Oh, das ist eine schlechte Idee. Ich werde dabei auch nicht voll ins Gesicht filmen. Boah, jetzt mache ich einen Kick, Alter. Ich esse jetzt Center Shock. Das ist doch jetzt geil. Wie so ein Pferd, dem man den Zucker so hinhält. Yeah. Dann schlabbert den so runter. So. Aber nur kurz. Ja? Zucker brauche ich gar nicht. Sicher? Mhm. Ich will ihn, glaube ich, noch essen, so sicherheitshalber. Zum Wachwerden, ne? Ja. Hast recht. Mmh. Mmh. Was ist mit der Honigtaktik? Stimmt, Honig ist leer. Die ist echt gut. So. Also, Abgasanlage. Die Grundabgasanlage, die wir nehmen, ist diese hier. Das ist die Abgasanlage, die das gemacht hat. Ganz genau. Auch ein sehr cooles Video. Das war die Abgasanlage, die an dem alten GTR dran war. Also Y-Pipe, die beiden Cuts sitzen hier. Y-Pipe rein und dann gehen wir hier mit dem dicken, fetten Moped nach hinten. So, die sich auch richtig schön verfärbt hat. Und jetzt kommt Monsieur Cremo Idee. Richtig bescheuert. Warte, wir haben schon was da. Oh, hab schon gesehen. Okay? Ja. Das Endrohr ist ja normalerweise hier. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier zwei Kühler montiert. Ja. Okay? Das heißt, da wo das, die Endrohr rauskommt, ist kein Loch mehr. Ja. Und stattdessen kommt das Endrohr jetzt hier raus. Ja? So. Ja. Aber nicht so weit, der Rest kommt halt rein. Das ist halt, was gestern Abend entstanden ist. Ne? So ein schickes Endrohr. Ja. Jetzt kommt der Kick an der ganzen Geschichte. Weil das Auto ist ja kein TÜV mehr. Richtig? Ja. Das Endrohr kommt durch das Kennzeichen durch. Ich erinnere mich. Das heißt, das Kennzeichen kommt dran. Wir brennen mit dem Brenner das Kennzeichen ein Loch rein. Ja. Und dann kommt das Endrohr hier durch. Ja, geil. Ist das nicht geil? Geil. Voll geil. Geil. Oder? Ja, doch, ich erinnere mich. Das hast du schon mal irgendwann erwähnt. Aber nicht im Video. Nee, nee, aber zu mir. Genau. Das heißt, das kommt dann nachher hier raus. Und dann, der hat nämlich noch eine Programmierung drauf, die ist so... Die ist so mehr so für Leistung. Ja. Und dann kriegt er eine Programmierung, die auch Leistung macht, aber mehr Ram-Tam-Tam. Mehr Flammen und so. Genau. Weil bei dem einen Video, diese Szene. Genau, da seht ihr nämlich, dass die Flamme erst einseitig kommt. Bum, 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 bum. Da, wenn wir aber beides, alles kanalisieren und alles zu einem Intro rausmachen, heißt das, es gibt super Flammen. Richtig? Ja, richtig. Und was wollen wir? Superflammen. Richtig, Moro. Und deswegen gehen wir aus der Mitte dann raus mit Superflammen. Superflammen. So, also, das heißt, so viel Gebaue ist das gar nicht, sondern die alte Abgasanlage, die demontieren wir an der Y-Pipe. Da fahren wir eben hoch. Wie wir sehen können, ist ja der Durchmesser. Hast du mal einen Messschieber eben irgendwo? Das ist ja die originale Downpipe, die ich damals auch bei PS-Profis, das ist ja der originale Auslauf, den ich früher gefahren bin. Und der ist da 76 mm. Und von den 76 mm geht er sogar ganz kurzzeitig hier in 76 mm. Das heißt, wir haben ganz kurz von da hier rein einmal 76 mm. Und da haben wir die Leistung durchgepumpt, was ja echt schon mal ein Wort ist. Und dann gehen wir von den 76 mm auf 87 mm. Und dann haben wir uns überlegt, ist doch viel klüger, wenn man von 76 mm auf, oh, das ist so fett, das kann man gar nicht messen, auf 101 geht. Das klingt logisch, ja. Das ist doch total logisch. Das ist gut. So, dann kommen wir hier an, gehen hier dann mit einem Bogen rum und gehen dann hier hoch, komm mal hier hinter, hier so durch, wo das Endrohr dann reinkommt, dann machen wir das wie in der Autoindustrie. Die machen ja auch nur noch Fake-Endrohre, wie zum Beispiel bei dem Skoda. Ne, dann legst du unten ja das Endrohr, was an der Karosserie dran ist. Das ist dann unser großes, breites. Ja. Und von innen kommen dann zweimal, müssen wir gucken, was wir da durchkriegen, zweimal irgendwas, was dann in das andere Endrohr reingeht. Und dann gibt's Superflammen. So,
Was natürlich geil wäre, wenn wir das alte originale Kennzeichen finden würden. Da wir aber in der aktuellen Phase sind, wo die Straßenverkehrsämter nicht zu sind, können wir es noch nicht mal mehr nachmachen. Wo ist das? Amando, hast du eine Idee, wo das Scheißding ist? Das Kennzeichen war das nicht. Ich guck mal hin. Weißt du selber nicht. Das Kennzeichen war 699. 699. Ich meine, 700 ist schon nah dran, ne? Ja. Ich frag mal, ob der Kubik das weiß. Der weiß eigentlich alles. Wo ist das Kennzeichen vom alten R35 GTR? Sorry, dass ich dich geweckt habe. Guten Morgen. TO57JPL. Bei mir nicht. Eventuell beim Gurke oder sonst haben wir es nicht mehr. Beim Gurke? Vielleicht hat der Gurke das irgendwo unten liegen. Weil ich habe hier JP11, ich habe 57. Ich habe 1980, ich habe 964. Okay. Gute Nacht. Tschüss. Ich glaube, das war Winterdor, ne? Das war Winterdor, JP700. Dann nehmen wir einfach das hier. Okay. Kommt vorne auch eins dran, ne? Nö. Ist ja mehr Deko. Ja. Ich würde sagen, wir wechseln einmal die Abgasanlage. Dann schweißen wir aber dann. Wir haben noch 100er Rohr, glaube ich, da, ne? Und dann kann ich ja schon mal hinten aussägen, wenn du willst. Und dann haben wir schon mal Löchchen und dann geht's ab. Und dann müssen wir hier noch ein Loch reinkriegen. Das ist etwas schwieriger, weil ich wollte ursprünglich, dass wenn das Endrohr hier so drauf ist, ne, dass so ein bisschen das Endrohr, dass das Kennzeichen sich so ein bisschen so, so, so durchstößt, weißt du? Das ist von hinten quasi durchgestoßen. Ja. Ja, ich verstehe, aber... Das ist ja, als ob der so montiert wäre, so gemorpht, weißt du? Hast du gehört, ne? Hast du von den Originalen, ich kann ja die originalen Star Wars Transformers gehört. Ja, du kannst du, genau. So, soll ich nochmal machen? Mach nochmal. Krass, Alter. Du warst ja auch der, der das eingesprochen hat in den ganzen Filmen, ne? Also, soll ich mal andere machen? Ja, warte mal. Du machst ja auch die Bewegung quasi dazu. Das ist ja alles von dir. Du warst ja in dem Greenscreen. Richtig. Mit diesen ganzen. Mit diesen ganzen Verkleidungsdingern. Genau, und dann hast du die Bewegung vorgemacht. Ja, pass auf, bist du bereit? Ja. Krass, Alter. Aber sieht man direkt, dass das von dir kommt. Ja, ja. Das ist echt Wahnsinn. Auch so die im Gesicht hatte ich mal Probleme. Ich hatte ja so einen großen Helm immer dann auf. Ja. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel Optimus Prime oder sowas bin. Ich bin Optimus Prime. Aber was soll ich machen? Ja, das ist schon echt gut. War gut, ne? Ja. Also, wie gesagt, zum Thema zurück. Wir stoßen das Kennzeichen durch und dann müssen wir es ein bisschen ausfranzen. Was ja bedeutet, es macht ja mehr Sinn, das Loch etwas zu klein zu machen, dass ein bisschen Kennzeichen ja noch hier hoch geht, ne? Aber könnte man nicht einfach Umrandung zeichnen von dem Loch und dann macht man in der Mitte einen Punkt und von diesem Punkt macht man ganz viele Linien einfach an die Umrandung und dann klappt man alles so hoch. Und wenn da was ja, zu lang ist, das wäre eine gute Idee. Wenn was zu lang ist, kannst du ja abschneiden dann noch oder abflammen oder so. Wenn man in der Mitte einen Strich schneidet, einer reicht nicht, sondern du musst einen machen und dann noch zwei seitlich, dann kann man aufklappen. Das können wir machen, ja. Mhm. Aber erstmal schneiden wir Heckschuhstange. Oder erstmal abbauen, können wir auch machen. Achso, nebenbei, für die Leute hier, da sind sie, die Nieten. Achso, ja. Wir fangen hier an. Nice. Nice. Oder? Ja. Hat was von Star Wars. Das ganze Thema ist ja Boost Wars. So. Habe ich unheimlich scheiße oben geschnitten, ne? Da hast du ja noch ein Kennzeichen drüber. Sieht man ja nicht. Ja, Gott sei Dank. Unten geht, Kurve geht auch, aber da oben, Alter, da habe ich kurz an deine Parmesan-Pizza gedacht. Sollen wir mal gucken, was für ein Rohr wir nehmen für innen dann? Weil ich glaube schon, dass wir mit zwei 76er schon noch durchkommen. Obwohl, nee, das ist ja 76. Wir müssen, ja, wir nehmen 76er und drücken es zum Endstück ein bisschen platt. Komm, geh mal in den Dreckraum. Wir machen ein Y, in der Mitte machen wir noch ein Loch und gehen mit drei Rohren rein. Also drei Rohre, die in das 76er Durchmesserteil gehen. Und wir nehmen dann sowas. Haben noch ein bisschen Raum nach oben und unten. Bauen hier raus ein Y-Stück. Und dann in der Mitte noch einen drauf und gehen mit drei Rohren in das rein.
Also 3x63 oder was? Ja, 30,5. Musst du gehen, ne? Also wie nochmal bitte machen? 3? Also wir nehmen das Rohr, schneiden das schräg an, bauen daraus ein Y-Stück. Ja. Und in der Mitte von dem Y-Stück, damit wir da nicht so viel Gegendruck haben, setzen wir noch ein Rohr drauf. Da hast du quasi 3 Rohre, die dich hier drin angucken. Ah, okay. Das wird ja lustig zu bauen. Ich wollte gerade sagen, das ist ganz schön viel Heckmeck. Haben wir nicht da irgend so ein Krümmerverbindungsding hier? Was ist das da? Was ist, wenn wir sowas nehmen? Das haben wir auch wie neu da. Das sind wir gekauft, wenn wir ein Auto haben. Wenn wir sowas nehmen und dann mit 4 da hochgehen? Sag mal, wo ist denn das? Da ist es. Aber es wären dann 6 Zylinder, wenn man 2 nimmt. Das wäre geil, wenn das so rausgucken würde. Weil die sind vom Flow her nicht schlecht, siehst du es? Die sind innen drin schon verbunden. Ja, aber soll das nicht sowieso abgefuckt aussehen mit dem Kennzeichen und so? Ja, von der Verarbeitung her nicht. Okay. Aber man könnte hiermit und dann hiermit. Nur das ist auch ja wieder 76 nur. Ha! Wir gehen einfach so hinten raus. Und dann aber zweimal. Mit 12 Endrohren. Oder wir machen das Ding einfach bewegen. Wir machen einfach eine Gummihaltung unten hinten am Träger und das Ding. Das Kennzeichen damit verbinden? Oder muss ja gar nicht. Kennzeichen kann ja trotzdem fest sein. Können wir auch machen. Dann rammelt es. Ja, sogar einfach. Dann kann sich nämlich hier dran schweißen. Genau. Und das Problem ist, so die Rohre so anzubringen, dass sie alle genau mit sind, ja, und das Ding nicht berühren. Das wär, weil wir könnten es da anschweißen. Mit 2x76, ne? 2x76, ja. Und dann genau, man könnte das ganze Ding von hinten der Platte zuschweißen. Mhm. Quasi von hinten komplett zumachen, aber 2 Rohre, dann gehen wir da rein. Genau, 3 Rohre dann nehmen. Ne, 2. Dann sieht das so aus. Wir gucken einmal wegen der Länge von dem Endrohr. So, wenn wir das Endrohr ein bisschen nach oben ankippen, dann sind die Superflammen auch noch supermäßiger, weil dann gehen die nämlich richtig schön nach oben. Oh, das ist zu steil. Nee, so ist ganz geil. Der Winkel ist auch mit dem Heck. Aber wenn der Winkel so ist, dann würde ich sagen, wenn wir, mach mal Edding, because, wenn wir hier so weit reingehen, müssen wir auch an der Karosse nichts verändern, weißt du, wenn wir da hingehen. Kurz vor den Trägern. Genau, dann kommen wir hier runter, dann würde ich direkt wieder 2x76 und dann würde ich erst hier verbinden. Kann man ja, wir können direkt noch mit Bögen einmal. Genau. Darüber und da verbinden. Ist ja doch easy, halbe Stunde. Easy. Mindestens. Na, das Schlimme wird die Platte da drauf schweißen, die Löcher dann passen, ja. und die Halterung dafür bauen. Halterung wofür? Ah, warte mal, gelagert. Dann säge ich das Loch größer mal aus. Das können wir dann nachmachen. Ja. So kann ich mich noch gut anpassen, ja, weil stimmt. Sich das irgendwie so viel bewegt. Okay, dann machen wir dann. Rechts und links und Gummi, damit das Ding hin und her arbeiten und schwingen kann. Mhm. Ja, und dann geht das runter. Aber ich will das Loch dann trotzdem noch einen Zentimeter... Ja, müssen wir ein bisschen, damit das ein bisschen arbeiten kann. Genau, und das Kennzeichen kannst du ja wieder ein bisschen abdecken. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Oder sieht zumindest frech aus. Ich find's cool. Ist auf jeden Fall mal was Neues. Das stimmt. Das sieht schon Star Wars-mäßig aus. Ja, ne? Wie hieß denn der eine? Da gibt's doch einen so einen Flieger, der daraus, der auch so längliche Düsen hinten hat. Der rasende Falke? Nein, das war der nicht. Das war ein anderer. Der hat aber hinten längliche Düsen. Also er hat einen so einen Balken. Man könnte die ja auch von außen so gestalten. Wie der aussah von außen. Aber ich weiß nicht mal genau. Nee, da sind wir ja kennzeichenmäßig unterwegs. Ja, okay. Ja, stimmt. Auf jeden Fall, wenn die Kamera durchgehend gehen würde, hat die auf jeden Fall Action hier. Ja, die kriegt auf jeden Fall was zu sehen. Das stimmt. Okay, was machen wir als nächstes? Erstmal aussägen, würde ich sagen, das Endrohr, dass wir die 76er positionieren und dann geht's abwärts. Ne? Ja. Okay. Ja. Hallo. Jetzt stehst du schlecht. Oh, was musst du denn sein? Weil der Mann da gerade vorbeigehen will. Also, viele haben sich ja gewundert, wie wir den GTR messen können bei uns auf dem Prüfstand. Ja. Weil wir ihn auf Heckantrieb umbauen. Und das machen wir, indem wir diese Welle, siehst du diese hier? Ja. Was Ding?
Also, ist ein Transaxelfahrzeug. Das heißt, Motor ist vorne und das Getriebe sitzt hier hinten. Ja. Die Kraft kommt aus dem Motor, auch durch diese Carbonwelle, siehst du die? Ja. Das ist eine Kohlenstoffwelle, hier ins Getriebe rein. Hier werden die Gänge auch geschaltet. Ja. Und dann kommt die Kraft aus dieser seitlichen Welle hier raus. Hier durch. Geht vorne in die Ölwanne wieder rein und in der Ölwanne vorne drin sitzt das Differential für die vorderen Räder. Okay. Das heißt, wenn du diese Welle an der Seite rausmachst, denkt das Auto eigentlich, okay, ich mache meinen Deal, mache meinen Job, die Kraft geht auch rein, die Gänge werden auch geschaltet, aber ich habe keinen Frontantrieb mehr. Okay, ja. Eigentlich können wir auch rauslassen. Also die Antriebswellen vorne bleibt alles drin, ne? Nur die Mittel, die Welle. Hm? Ja, heißt das auch Kardanwelle dran? Oder ist das auch eine Kardanwelle, okay. Ja. Cool? Ja, klar. Und dann ist das Auto ein Heckantriebauto, ja. Was ja eigentlich auch viel lustiger ist. Ja. Oder? Ja. Also eigentlich für die Konfiguration, die du jetzt vorhast, eigentlich auch Heckantrieb lassen, ne? Ja, wir gucken mal, wie das so fährt. Weil vielleicht finden ja auch noch andere Turbo da so einen Weg ins Auto. Ach, ist das so. Kann alles passieren. So, der Mann hat schon eine Schablone oder schon ein Blech drauf. Muss ich jetzt hier mit rausschneiden. Ja, oder wo wir durchgehen. Ja, passt jetzt weiter zusammen, ne? Jo. Ja, 1 cm. Und dann wollen wir nachher noch auf die andere Seite. Machen wir hier und dann setzen die 76er so drauf, ne? Was ich so geil finde an der Firma ist, das ist jetzt minimal geschnitten, das Video, zwischen nichts auf dem Tisch haben und Blech und Rohre, es muss nichts bestellt werden und so, sondern es wird einfach gebaut. Razzifazzi. Okay, wir machen mal hier weiter. Hallo, die Liebe meines Lebens. Wie war denn so Ihre Woche? Der lacht, ne? Was lacht der? Wenn ich dir einen Kuss gebe, was lacht der? Ne? Was lacht der, Pisser? Weißt du auch nicht, ne? Komm her, mein kleiner Pupsbär. Komm her, mein kleiner Pupsbär. Mua! Ich liebe dich. Ja, ich weiß auch. Wenn er dabei ist, ist immer doof. Ich liebe diesen Hund. Oh ja. Klein ist aber stark im All, ey. Echt? Auf jeden Fall, wunderschönes Endcore. Ich weiß gar nicht, was wir gesehen haben als letzten Status. Als letzten Status hast du irgendwelche Schweißübungen gemacht, glaube ich. Ja. Hier dran, in den Endcore. Hier. Also Armando baut jetzt eine Zusammenführung von unserem großen zentralen Topf in diese Zusammenführung, die nachher bei 100, 101 endet. Wir schaffen nicht ganz den Durchmesser, wenn wir so zusammenkommen. Ist bei jedem Y-Stück funktioniert das. Es bleibt immer der Durchmesser. Hier wird alles ausgeschnitten. Mhm. Der Durchmesser bleibt immer der gleiche. Okay. Solange hier an den äußeren Kanten 101 hat, ist das immer den gleichen Durchmesser. Was machen wir mit dem Stück? Was, also wenn die 401 ist, machen wir dann mit dem? Ein bisschen Blech drauf oder was? Auffüllen? Nein. Das kommt halt auch 101. Das passt ja so drauf. Wie hat sich den Kennzeichen gefallen? Okay. Ja, rüber, ne? Bei dem Kennzeichen habe ich überlegt, dass wir das schneiden und machen nicht dieses Ausgefranste, sondern wir schneiden das wirklich, dass das da durchguckt. Weil Ausgefranste auch so ein bisschen zu viel Cartoon Network. Ich hätte es ganz cool gefunden, glaube ich. Aber ich kann mir auch schlecht vorstellen, wie es aussehen wird. Keine Ahnung. Ich glaube, das Auto ist so glatt und hat so krasse Form, dass dann dieses Ausgefranste so ein bisschen drüber ist. Mhm. Und ich denke, wenn das geschnitten ist und das Endrohr genau durchguckt, glaube ich, ist das schon ausreichend. Okay. Der Effekt. Kennzeichen auch direkt da dran. Können wir auch. Also, dann lassen wir nämlich nicht daran vibrieren. Ja. Und dafür die Stoßstange ein bisschen größer ausschneiden. Dann machen wir es dran und dann machen wir so einen kleinen Spalt zwischen Auto wieder und ich bin noch ein bisschen müde, merke ich gerade. Es ist gerade ganz früh morgens. Wir machen einen Spalt, dass das Kennzeichen so ein bisschen schwebt, ne? Mhm. Haben wir irgendwo noch einen Flexrohr zwischen? Nein, ne? Wir haben keinen. Ja, wird schon passen, ne? Wiegt ja nichts. Wird schon sehen. Ja, echt nichts, wenn man überlegt, was sonst ein Topf wiegen würde. Okay, gut. Bis gleich. Also, Auspuff ist zum großen Teil fertig. Das sieht jetzt so aus. Und jetzt gibt es noch folgende Idee. Das kann auch so aussehen, aber es ist ja variabel, ne? Ja. Das ist ja variabel. Das sieht jetzt ein bisschen wild aus, ja. Weil halt überall Farbe ab ist. Ist halt viel weg vom Kennzeichen, ne? Ja, ich weiß. Ist echt wenig übrig. Aber muss halt auch viel Abgas raus, ne? Ja. Aber ich finde es fast sogar mit Kennzeichen doch ein Tick geiler, glaube ich. Ja. Also wir machen jetzt wie folgt. Eigentlich war dieses Video gedacht, dass wir nur Auspuff machen. Aber ich erkläre jetzt eben, wie die Situation gerade bei mir ist.
Die ist wie folgt. Eigentlich sollte dieses Video nur Auspuff sein. Ja. Aber ich habe mir jetzt gedacht, wir machen den jetzt schon mal weiß, ohne das Design, weil ich muss ihn einmal sehen in weiß, komplett fertig. Und dann bin ich mir nämlich nicht mehr so sicher, ob die Felgenfarbe die richtige ist. Habe ich schon gehört, ja. So, also wäre dann folgende Option, dass man den weiß macht und dann, wenn er weiß ist, kommt das Design drauf. Und das wäre dann ein weiteres Video, was aber ziemlich ballert. Man muss aber erstmal gucken, ob das Gold geil ist. Verstehst du? Ja, verstehe. Gut. Okay, und Klang hat sich natürlich muss man erstmal hören, ne? Ja, mach mal. Klang hat sich natürlich krass verändert. Warum? Weil die Abgase aus einem Strang jetzt sich nicht mehr teilen, rechts, links raus, und jetzt kommt das zentral aus dem Apparat hier raus. Von einem GTR ohne Frontshow-Stange ist Mad Max geht echt schwer. Komm, komm jetzt mal rüber zum Engine, ne? Yes. Okay, bis gleich. Uns fällt gerade was auf. Die Frage ist, ob der GTR überhaupt beim Engine durch die Tür passt. Weil er so breit ist. Hallo! Ja, wir gucken mal. So, wir gehen mal zum Engine. Haben wir noch Termin um 11.08 Uhr. Wo soll ich Ihnen einen Termin hinstellen, 11.08 Uhr? Der Termin, der kann gerne kurz vor der Tür warten, wir holen ihn da rein. Die Frage ist, ob er reinpasst. Sind die Dinger drauf? Mhm. Also der ist breit, ne? Mhm. Aber müsste eigentlich... Eigentlich müsste er passen. Ja. Täuscht. Wir müssen ein Auto am besten raus. Sollen wir eben ein, zwei Sachen besprechen? Sehr gerne. Ich muss dir ein, zwei Sachen zeigen. Also, wie folgt, das Video ist... Also wir machen das Design noch nicht drauf, weil wir machen jetzt erst einmal weiß, komplett. Und dann muss ich mir angucken, wie die goldenen Felgen mit dem Weiß aussieht. Dann machen wir Stopp. Okay. Und dann zeige ich ihm ein Bild. Die Idee ist nämlich, das zu machen. Also Komplettfolierung wird erstmal komplett. Also wird das Blatt auch bleiben, klar. Was fällst du davon? Was hast du mir gestern den einen Papier angeguckt? Passen wird's, ja. Ist nicht schlecht. Ist schlicht, aber ich denke für so ein Auto ist findest perfekt. Findest du es so schlicht? Ich finde das schlicht. Aber Heck hast du ja noch nicht gesehen. Heck habe ich nicht gesehen. Findest du schlicht? Ich fand das schlicht. Das hat so einen schlichten... Okay, krass. Schauen Sie mal. Also wir bringen gleich alles rüber an Teile, ne? So, der ganze Wagen weiß, mit drauf. Das hier ist schwarz-matt. Und das Stück hier, ne, muss auch schwarz-matt sein. Weil das sieht man nämlich nachher, wenn der Schweller drüber kommt. Okay? Dann bringen wir dir gleich alle Teile. Obwohl, eigentlich müssen wir gar nicht alle Teile bringen. Weil die Teile, die schwarz-matt werden, die verlierst du ja eh nicht. Die werden lackiert. Die sind schon lackiert. Sind schon. Dann bringe ich dir die Kotflügel rüber. Genau. Und dann müssen die Kotflügel auch weiß gemacht werden. Und die Frontstange, die Außensachen, nur die Mitte genau, nicht. Genau. Okay? Ja. Okay. Ah ja, noch was. Kannst du die wieder in neu schwarz machen? Ja, ja. Weil die haben überall Kratzer. Ich weiß aber nicht, wie du es machen willst. Ja. Weil die sind ein bisschen verballert. Krieg ich hin. Ja? Heck komplett erstmal? Das ist nachher die Frage. Das ist nachher die Frage mit dem Design. Das sieht ganz cool aus, ne? Das sieht cool aus. Willst du mal hören? Ja, mach mal. Wir haben dann unseren Boost Wars wieder. Aber so. Ist dann 2.0, ne? Ja. Aber wirklich 2.0. Also, wir sind noch lange nicht fertig. Noch lange nicht fertig. Okay, wir gucken folieren. Ne? Bis gleich. Tschüss.
werde ich foliert. Und jetzt sage ich euch, ihr habt ein Problem. Ein Problem, was grande ist, ein großes Problem. Denn dieses Auto sieht einfach so dermaßen krass aus, dass ich nicht weiß, was ich davon halten soll. Es ist so... Man kann kaum glauben, dass es dasselbe Auto ist. Wir schwenken noch nicht hin. Ja, okay. Okay. Es ist echt wie... Es ist schon ein Raumschiff. Ja. Also Auto... Mischung aus Raumschiff Enterprise, Star Wars, alles. Enterprise sogar. Will ich hier nicht hören. Nee, okay, okay. Ich mag Enterprise irgendwie, die alten Folgen und so, aber ja. Hier will ich kein Enterprise hören. Das ist Star Wars. Okay, wir bleiben bei Star Wars. Wir bleiben bei Star Wars. Okay. Auf jeden Fall, pass auf. Also, das Auto sieht irgendwie gut aus. Und die goldenen Felgen sieht auch gut aus. Mhm. Nur, ich habe im Kopf eine andere Idee. Jetzt ist die Frage, soll ich euch die Idee einfach zeigen, wie es sein könnte? Oder lassen wir einfach ein paar Wochen das mit den goldenen Rädern und wechseln dann das, was ich mir eigentlich gedacht hatte? Weil es scheppert unfassbar krass. Es ist echt krasses Auto. Und es wird im Video wieder nicht rüberkommen, wie breit dieses Auto ist. Ich meine, wenn man es bei Engin nicht reinbekommt, und wir haben bei Engin eigentlich schon alles reinbekommen. Ach so. Dann kann man sich vorstellen, wie breit dieses Auto ist. Das ist extrem. Das ist wirklich extrem. So. Und deswegen würde ich sagen, und er sieht auch sehr nackt aus so. Also mir gefällt's. Also das Problem ist wie folgt. Mir gefällt's krass, aber irgendwie spürt man, es ist viel mehr Potenzial drin. Man könnte viel mehr rausholen, schneller durch Beklebung und so, ne? Also mehr Leistung durch Beklebung. Genau. Weil da fehlt so ein bisschen Killefit dran so. Er ist jetzt super clean und super geil und wir haben auch unseren Boost Wars wieder. Also wirklich, er ist ja jetzt schon, er hat jetzt den allen schon überholt. Aber jetzt können wir ja noch einen draufsetzen. Und das weiß ich halt noch nicht, ob wir das Goldene von den Rädern wegmachen. Aber ich glaube schon, weil ich denke, da steckt viel mehr drin. Und jetzt sage ich Porn. Ciao. Like a puppet dog, man, take it.